Anspruchsvolle Fotografen, die eine kompakte Kamera mit der Möglichkeit, das Objektiv zu wechseln, suchen, landen schnell bei den Kameras der Sony Alpha 6000er Serie. Hier war es ja länger ruhig und es wurde schon des Öfteren über neue Modelle spekuliert. Jetzt haben die Spekulationen ein Ende. Sony bringt ein neues Topmodell auf den Markt, die Sony Alpha 6700, welche wir uns in diesem Video genauer anschauen. Die Alpha 6700 ist der Nachfolger dieser Kamera hier, der Alpha 6600. Insbesondere beim Thema Bildqualität, Autofokus und Video hat sich was getan und sie hat auch einige Features aus anderen Kameras der Alpha-Serie, insbesondere ja, von den videolastigen Modellen FX30 und der ZV-E1, aber auch der A7R Mark V. Unser erster spontaner Eindruck war, ja, als wir die Kamera in der Hand hatten, okay, das Konzept erinnert uns ein wenig an die Alpha 7 IV. Möglichst vielseitig, gute Ausstattung, nur eben ja, kleiner und mit einem APS-C-Sensor. Aber schauen wir uns den Allrounder genauer an, insbesondere die Features, die sie mit den neuesten Schwestermodellen der Alpha-Serie teilt. Nebeneinander gestellt ähneln sich die beiden Kameras. Die 6700 ist aber ja, etwas größer. Das liegt vor allem an dem neu gestalteten Handgriff, wodurch die Kamera deutlich satter und angenehmer in der Hand liegt. Bei der 6700 befindet sich nun der Record-Button auf der Oberseite des Gehäuses, wie ihr hier seht, und nicht wie bei der Alpha 6600 hier seitlich angeordnet. Damit wurden die Positionen von der C1 und Record-Taste getauscht, was sehr an die Anordnung bei den neuen Vollformat-Kameras von Sony erinnert. Neu bei der 6700 ist ebenfalls ähnlich wie bei den Vollformat-Kameras ist ein Einstellrad auf der Vorderseite und dass der SD-Karten-Slot sich nun nicht mehr im Akkufach befindet, sondern einen separaten Einschub an der Seite hat. Damit lässt sich ja, die SD-Karte schneller und unkomplizierter austauschen, was vor allem auf einem Stativ besonders hilfreich sein kann. Neu ist auch der dreh- und schwenkbare Touch-Display sowie der optimierte Sucher, der fast so hell ist wie der der Alpha 7R 5 mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Frames per Second. Die Alpha 6700 hat nun auch die intuitive Menüstruktur der Profi-Vollformat-Vlogging-Kamera ZV-E1 erhalten. Per Touch-Funktion kann man so beispielsweise auslösen, den Fokus setzen, die Vergrößerung steuern, aber auch die einzelnen Menüpunkte ansteuern. Das ist noch nicht auf dem Smartphone-Niveau, übrigens bei keinem Kamerahersteller, aber schon viel besser geworden. Bisher hatten die Vorgängermodelle der Alpha 6700 eine Auflösung von 24 Megapixeln. Da haben wir schon bei der Alpha 6000 angefangen. Diese wurde nun auf 26 Megapixel angehoben und mit dem BSI CMOS-Sensor, den ihr vielleicht aus der Sony FX30, der Cinema-Line schon kennt, erreicht sie damit die höchste Pixelanzahl aller Sony APS-C-Modelle. Aber Pixel hin oder her, für eine hohe Bildqualität ist das schnelle Zusammenspiel von Sensor und Prozessor wichtig und das klappt hier besser und schneller als bei jeder anderen Kamera der 6000er Reihe. Die hohe Rechenpower war zum Beispiel bei der fortschrittlichen Motiverkennung spürbar oder dem größeren Speicherpuffer von über 1000 JPEGs bzw. 60 RAWs, wenn man kontinuierlich den Auslöser gedrückt hält. Apropos Serienbildfunktion, die Alpha 6700 schafft nun 11 Bilder pro Sekunde mit kontinuierlichem AF und AE-Tracking, sowohl bei mechanischem als auch bei elektronischem Verschluss. Den größten Sprung sehen wir beim Thema Video mit 4K 60p bzw. 4K 120p mit 1,5-fachen Crop kommt die 6700 einer FX30 schon ziemlich nahe. Darüber hinaus kann die 6700 nun sogar 10-Bit 422 Videos aufnehmen und die 5-Achsen-Bildstabilisierung unterstützt handgeführte Videoaufnahmen. Somit
braucht man nicht unbedingt einen Gimbal zum Filmen und kann die Kompaktheit der APS-C-Kamera voll ausnutzen und ausschöpfen. Nachdem wir nun die Alpha 6700 mit ihrem Vorgänger verglichen haben, wollen wir uns nochmal kurz anschauen, welche Features von anderen Sony-Kameras übernommen wurden. Von der FX30 aus der Cinema Line hat sie beispielsweise den 26-Megapixel-Sensor erhalten, von der ZV-E1 die automatische Anpassung des Bildausschnitts, sodass das Motiv gleichbleibend im Rahmen ist und kontinuierlich angepasst wird, zum Beispiel auch wenn die Kamera auf einem Stativ steht. Und von der Alpha 7R 5 hat die 6700 die gute Farb- und Belichtungsanpassung bzw. Optimierung bei Hauttönen sowie das High-Format, Lossless Compressed RAW und Realtime AF übernommen. Salopp gesagt könnte man meinen, dass die Sony Alpha 6700 auf den ersten Blick die APS-C-Version der Alpha 7.4 ist. Der kleinere Sensor hat aber auch formatbedingt einige Vorteile, was die Kompaktheit anbetrifft oder das 1,5-fache Crop. Die vielen hilfreichen Features aus den anderen Modellen der Alpha-Serie machen die Kamera, man kann schon sagen, zu einem Allrounder, der sowohl im Foto- als auch im Videobereich vielseitig einsetzbar ist. Im APS-C-Segment ist die Auswahl an Alleskönnern im Vergleich zum Vollformatsystem überschaubarer. Und genau diese Vielseitigkeit ist eine Stärke dieser neuen Kamera. Die Kamera richtet sich vor allem an ambitionierte Fotografen, die eine kompakte Kamera ohne Kompromisse und mit lückenloser Ausstattung suchen. Das zeigt sich vor allem darin, dass viele Features aus teils höher positionierten Modellen übernommen wurden. Somit eignet sich die Kamera sehr gut für euren nächsten Urlaub, da sie perfekt ins Handgepäck passt. Wenn ihr die Kamera mal ausprobieren wollt, kommt gerne in einem unserer Fotofachgeschäfte in Baden-Württemberg vorbei. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare und lasst uns gerne wissen, was ihr von der Alpha 6700 haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.